Wir haben beispielsweise die erste große Diskussion zu diesem Thema gehabt, als Google Street View in Deutschland gestartet ist. Da haben die Bürger diese futuristischen Autos mit den großen teleskopartigen Fotoapparaten gesehen und da hat es ganz massive Diskussionen gegeben, wo beginnt auch im öffentlichen Bereich die Privatsphäre, wo ist meine Fassade vielleicht noch öffentlich, aber das, was man durch mein Wohnzimmerfenster sieht, eben nicht mehr. Politik und Bürger machen sich gemeinsam auf einen Weg und gucken, wo wir dann enden. Als wir beispielsweise Projekte mit Wikipedia durchgeführt haben oder als wir Projekte mit der Universität Bremen zur Umgestaltung eines Gemeindeteils, eines Ortsteils in Gang geschoben haben. Da haben wir gemerkt, dass es ein riesiges Kommunikationsbedürfnis gibt und auch wirklich den Willen mitzumachen. Aber es gab diese Art von Verfahren noch nicht. Und das Netz bietet uns jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit den Bürgern die Gemeinden weiterzuentwickeln, Diskurse aufzubauen, seien es Konsultationen, wo wir beispielsweise mal alle Eltern in unserer Gemeinde gefragt haben, wie stellt ihr euch Kinderbetreuung vor? Was sind die Schwerpunkte, die wir setzen sollen? Bis hin zu gemeinsamen Diskursen, wo wir einen ganzen Stadtteil in einer Bürgerplattform überarbeitet haben, wo es nicht nur ist, wie man es aus der Politik kennt, Frage-Antwort-Spiel und dann wird irgendwo im Rathaus etwas entwickelt, sondern dass man gleich online in Diskurse einsteigt, die Politik sich als ein Part untergleichen versteht und man dann gemeinsam Gemeinde, gemeinsam Stadt gestalten kann. Ich bin Christoph Meinecke, ich bin Bürgermeister der Gemeinde Wennigsen am Deister in der Region Hannover.